alt. Sie müssen warten, bis der Clanführer sie zu sich ruft. Er hat gerade eine Besprechung. Sie wissen, was die Tradition verlangt. Der Arknot-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es, zu einem kritischen Zeitpunkt schwach zu erscheinen. Reicht das? Entschuldigen Sie mich. Shepard, werte Freundin. Für eine Tote sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts Sie nicht halten kann. Dass Sie mir bei der Vernichtung von Saren und den Geth geholfen haben, hat sich anscheinend für Sie ausgezahlt. Zum Glück mussten wir uns auf Würmeier nicht gegenseitig umbringen. Ha. Sie haben den Aufstieg von Erdnott erst möglich gemacht. Würmeier war der Wendepunkt für die Kroganer. Auch wenn nicht jeder glücklich darüber war. Die Zerstörung von Sarens Genophage-Heilmittel hat uns von seinem Einfluss befreit. Ich habe das dazu benutzt, die Clans unter Erdnott zu vereinen. Sie haben viele Traditionen verletzt, um ihren Willen durchzusetzen. Das ist gefährlich. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Uwenk. Ich führe Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Also, Shepard, was führt Sie hierher? Wie geht's der Normandy? Zerstört bei einem Überraschungsangriff der Kollektoren. Mich hat's dabei zerlegt. Dafür sehen Sie aber gut aus. Das sind eben die Vorteile eines redundanten Nervensystems. Naja, Menschen haben sowas nicht. Oh, dann war es bestimmt sehr schmerzhaft. Aber nun stehen Sie vor mir und haben ein starkes neues Schiff. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Wir gegen das Unbekannte und mit großen Knarren haben wir es erlegt. Es waren gute Zeiten. Klingt, als hätten Sie große Veränderungen für die Kroganer vor. Wir schaffen ein neutrales Gebiet, in dem alle Clans willkommen sind. Fruchtbare Frauen können von den Clans geteilt werden. Wir werden die Spezies als Ganzes stärken. Sie bedrohen alles, was uns stark macht. Es wird keinen Bestand haben. Mag sein. Aber bis dahin sollten Sie sich glücklich schätzen, ein Teil davon zu sein. Wie gewährleisten Sie die Sicherheit, wenn so viele Clans an einem Ort versammelt sind? Jeder Clan, der bereit ist, Geiseln herzuschicken, darf kommen. Keine Kämpfe innerhalb des Lagers. Jeder Clan bestraft seine eigenen Verbrecher selbst. Wir schlichten Konflikte, bevor jemand stirbt. Dann folgt eine einfache Entscheidung. Entweder eine Strafe zahlen und die eigenen Probleme lösen, oder aber der Clan ist nicht länger willkommen. Was ist so wichtig daran, einzelne Clans zu bewahren? Jeder Clan hat seine eigenen Sitten. Initiationsriten, Verhaltensregeln, Kriegslieder. Alles einzigartig. Diese Vielfalt macht uns groß. Kein Clan, nicht einmal meiner, ist dafür geschaffen, alleine zu überleben. Was halten die Frauen des Erdnott-Clans von diesem Plan? Es war die Idee der Anführerin unseres Frauenclans. Das neutrale Gebiet ist sicher und bewegt andere Frauenclans dazu, sich mit uns zu verbünden. Angriffe auf Erdnott gefährden jetzt die Frauen aller Clans. Selbst Clans, die mich gerne tot sehen würden, werden den Erdnott-Clan verteidigen. Da haben Sie sich einiges vorgenommen. Wie läuft's bis jetzt? Besser als befürchtet. Schlechter als erhofft. Das muss ein Ende haben. Sie gehen gegen alles vor, was uns stark macht. Ich hoffe, für Ihr Volk wendet sich alles zum Guten. Aber zurück zum Grund meines Hierseins. Wir erlauben nur selten Aliens, Geschäfte auf Tuchanga zu machen, aber Sie sind eine Ausnahme. Ich habe einen Kroganer in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Woher kommen Sie, Junge? Wurde Ihr Clan ausgelöscht, bevor Sie erfahren konnten, was von Ihnen erwartet wird? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord Okir in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Shiagal. Sie sprechen von Warlords und entstammen doch nur einer Injektionsspritze.
Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. O'Kir ist ein sehr alter Name. Ein viel gehasster Name. Er ist tot. Natürlich. Sie gehören zu Shepard. Wie sollte er da noch am Leben sein? Genau. Ich brauche Grunt voll einsatzfähig. Was ist los mit ihm? Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Jugend? Können wir ihn nicht einfach nach Omega bringen und ihm ein paar Tänze kaufen? Mir ist egal, wie die Aliens das nennen. Kroganer durchlaufen den Initiationsritus. Das geht zu weit, Rex. Ihr Clan hat zwar das Sagen, aber dieses Ding da ist kein Kroganer. Idiot! Nun, Grunt? Möchten Sie zu den Erdnöt gehören? Es ist seine Entscheidung. Es ist in meinem Blut, deshalb gibt es mich. Guter Junge, sprechen Sie mit dem Schaman. Er ist drüben auf der zweiten Ebene. Stellen Sie sich gut dar, dann wird er Sie auf den Pfad führen. Und Sie auch, Shepard. Wie oft haben Sie sich schon für Ihre Crew in Gefahr begeben, hm? Ich suche einen Salarianer. Er wurde vom Bloodpack gefangen genommen und hierher gebracht. Mein Kundschafter-Commander kann Ihnen weiterhelfen. Er ist vermutlich in der Nähe und führt eine Zielübung durch. Beanspruchen Sie ihn nicht zu lange. Ich muss die anderen Clans unter ständiger Beobachtung halten. Ich muss gehen. Wir besprechen das ein andermal. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Chuchanka ist nicht so sicher und gemütlich wie Pharos und Ilos.